Hallo, Rotkäppchen ist am Start. Hi, Leute. Ciao, let's probieren. Das ist übrigens die Waschmaschine, die ihr hört. Autsch. Wir haben uns schon ready gemacht, weil heute geht's nach Stuttgart, wollte ich gerade sagen, Mannheim. Und wir haben uns die ganze Zeit so jetzt Gedanken gemacht, weil voll viele von euch oder ein paar, ja, doch schon viele haben gesagt, ja, die finden die Lekria besser zum Vloggen. Aber auch viele haben gesagt, dass die hier besser ist wegen der Quali. Ich habe ja jetzt, ist das eigentlich schon angekommen? Ich habe so ein Objektiv bestellt. Vielleicht war das das, was geklingelt hat. Oh fuck. Viele haben auch gesagt, dass die Uhrzeit, wo wir uploaden, kacke ist. Alles, was wir geändert haben, war kacke. Oder fanden alle kacke. Ja, ich finde die Säure. Wir dachten uns halt, 18 Uhr ist vielleicht eine gute Zeit, weil viele da schon so zu Hause sind. Wisst ihr, was ich meine? Aber irgendwie, viele sagen, ja, vormittags war besser. Danke. Oh Mann, ey. Wir müssen mal so eine Abstimmung starten. So, wir machen jetzt hier eine offizielle Abstimmung, ja? 25. Oktober. Hier. Hier ist, hier könnt ihr jetzt abstimmen, oder hier, egal, hier, keine Ahnung, könnt ihr jetzt abstimmen, welche Kamera sollen wir benutzen, die Sony oder Canon Lekria. Und die Uhrzeit. Stimmt einfach ab, so die zweite Abstimmung, die kommt jetzt. sollen wir um 12 Uhr hochladen, wie wir es sonst immer getan haben, oder sollen wir die neue eingeführte Zeit sozusagen weiter beibehalten, um 18.30 Uhr. Oder wir treffen uns in der Mitte um 15 Uhr. Oh, genau, oder wir treffen uns in der Mitte und sagen, wir laden 15 Uhr hoch, wenn wir uns, wenn, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja besser. Also, hier könnt ihr drei Dinge abstimmen. Danke. Bitte stimmt ab. Danke fürs Gespräch. Der, wo nicht abstimmt, ist disqualifiziert. wird aus diesem Kanal verbannt. Ja. Wird aus ganz YouTube verbannt, Spaß. Nee, aber wirklich niemand wurde von unserem Kanal verbannt. Nee, wir haben nie, noch nie immer. Wir haben noch nie. Ah, nein. So nicht. Nein. Wir haben noch nie jemanden blockiert auf Kanal. Wirklich, jeder kann alles schreiben. Wir würden es niemals blockieren, weil wir denken uns so: Oh Mann, der Arme, aber vielleicht mag er uns dann irgendwann. Und dann kann er gar keinen Kommentar mehr schreiben und wir werden es nie merken. Komm hier, Schlampen, ich fick euch. Nein! Ich meine, so fies war noch nie jemand. Doch, als wir geschrieben haben, schreibt mal Hater-Kommentare. Da haben wir richtig losgelegt. So, das ist scheiße, das ist scheiße. Ja, in jedem Fall das. Das ist die scheiß Waschmaschine, Alter. Das können wir doch filmen heute. Ah, als Intro. Mhm. Alter, Katke. Das ist nicht mehr normal. Ich habe gestern einen Toffifee gekauft beim Aldi. Die hat diese Packung hier innerhalb von 5 Minuten aufgegessen. Und sie hat jetzt gerade schon die neue angefangen. Und ich habe noch, eigentlich machen wir das immer so, dass mir die andere Hälfte gehört. Heute geht es zum Friseur und ich kriege meine Extensions raus. Ich werde eine neue Frise bekommen. Was ist das hier? Ih, ein Stück vom Fisch. Vorhin hat gerade getrockneten Fisch gemacht, übersetzt auf Deutsch eigentlich Stinkefisch. Oh Gott, ich bin wirklich wütend. Na. Ja, wie? Gerilla. Alter, wir lachen uns voll oft beim Vlogschneiden, bei unseren eigenen Vlogs lachen wir uns voll oft den Arsch auf. Achso, und übrigens, einer hat auch geschrieben, Anna ist so kalt. Wie kann man so kalt sein, die so kalt wie ein Eisbrocken oder was war das? Und das stimmt echt. Also, alle, die jetzt, vor allem die jetzt mich schon voll lange, also die jetzt auch den Vlog schon voll lange angucken, also von Anfang an dabei sind, die wissen das. Ja, du bist echt kalt. Ja, aber weißt du, was ist.
Und du schaust oder was? Nein. Nein, aber ich bin halt cool, weißt du? Warum? Cool. Nein, aber weißt du, aber ich frag mich, wie kann man, also woher kann man sagen, woher entnimmt man, dass ich kalt bin? Weißt du, weil an sich, ich bin schon ich bin sehr emotional, also als Person. Also emotionaler zumindest als du. Hä? Ich kann dir aufzählen, wie oft ich im Vlog geheult habe und du nicht. Ja. Und wenn du im Vlog geheult hast, dann habe ich dich zum Heulen gemacht, war's nicht. Nee, okay. Nee, also ich bin an sich emotional, also ich... Du hast mich voll auch gefilmt, während ich gerade meine Tiefphase hatte. Aber okay. Ja. Nee, aber... Ich glaube, dass sogar ein Vlog hat heult, hat voll viele Klicks bekommen. Weil es so selten vollkommen. Ja, nee, aber... Aber auch ein Vlog, der, wo ich geheult habe, ist richtig gut geklickt worden. Verletzt. Weißt du noch? In Berlin. Das war eine schlimme Zeit, Leute. Ja, aber ganz ehrlich. Ah, leichte Gesellschaft hier. Leute wollen nur sehen, wie man entweder verletzt ist, mit jemandem streitet, verheiratet ist, Kinder bekommt oder irgendjemand ist gestorben. Das wollen die Leute sehen. Traurig, gell? Oder wenn jemand singt und tanzt. 90% unseres Vlogs gelandet. Wir fühlen uns richtig. Watch me whip, watch me nail it, watch me whip. Ah, das war auch noch eine coole Zeit, gell? Oder was war das nochmal? Let me have another fucking muscle. Ja, das waren alles noch Zeiten. Jetzt sind die anderen Zeiten in Berlin. Sammy, Lamia. Ishta, Shanti, Donny ist noch mehr. Jemand hat auch geschrieben. Ja, immer mit eurem Lamia-Oberteil tut mir jetzt nicht so. Ihr habt ebenfalls Streit mit Lamia und so. Hä, wann das? Wir sehen uns einfach nur nicht mehr. Weil wir so busy sind, weißt du? Hört ihr, das ist unsere Waschmaschine. Die singt immer einen Song, wenn sie fertig ist. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ja, gehen wir einfach zusammen. Achso. Wollen es auf jeden Fall noch unbedingt lernen. Juju on that beat. Zusammen mit Anu. Anu. Dann werden wir es für euch performen. Ich hatte es voll, wenn ich auf meinen Haaren geschlafen habe. Dann sind die so komisch, gell? Wir haben jetzt Post bekommen gerade. Ja, die hast du auch, gell? Amazing schon. Was denn? Ah ja. Jetzt wird mir vorgeschlagen, dass ich eine Cherry. Ah ja, ich will echt kein Profi in Pakete aufmachen. Oh, geil. Geil, geil, geil. So, ich habe hier einmal zweiter Versuch. Und zwar habe ich doch diese Objektive da mal ausprobiert, falls ihr euch erinnern könnt. Und ich habe jetzt hier eins von Sony geholt. Also jetzt nichts von einer Firma, die es irgendwie nachgemacht hat. Dieses Objektiv hat 200 Euro gekostet. Kann doch nicht sein, dass ihr 10.000 Objektive bestellt. Was hast du hier eigentlich bestellt? Ich weiß es nicht mehr. Soll ich mal aufmachen, Anna? Ja. Ich mache jetzt den Versuch und mache dieses Objektiv hier dran. Ich zeige es euch hier erstmal. So sieht die Verpackung aus. Das ist E16mm. Oh, stimmt das? und. Mama ist auch immer dabei, wenn ich. Ah, das sind die Bettlaken, Anna. Ah, cool. Yeah. Und so sieht es aus. Das ist echt sehr, sehr leicht, muss ich sagen. Nein. Ich mach's jetzt mal dran. So, ich habe das Objektiv jetzt dran. Und ich habe keine Ahnung, wo jetzt der Unterschied sein soll. Wo steht sie auf Deutsch, bitte? Hä? Habe ich falsch recherchiert? Ich habe extra voll viele YouTube-Videos angeguckt. Oh Mann, ey. Fail! Oh, mir ist alles fail.
müssen langsam los. Ich wechsle es jetzt mal wieder um und guck mal, das war gleich. So, jetzt habe ich das andere Objektiv wieder dran. Hey, wo ist der Unterschied? Ich check's nicht, Leute. Sagt mir mal, wo der Unterschied jetzt gerade war. Links aber irgendwie gar keiner. Egal. Wir sind jetzt auf der Autobahn und auf dem Weg nach Mannheim und sind ja auch schon in einer halben Stunde da. Ja, ich habe jetzt das Objektiv. Also das von dem Objektiv bin ich ehrlich gesagt nicht so begeistert. Ich weiß nicht, soll ich es wieder zurückschicken? Ja, macht keinen Sinn. Also ich habe gar keinen Unterschied gesehen. Habt ihr einen Unterschied gesehen? Ich habe keinen Unterschied gesehen. Je nachdem, was bei der Umfrage jetzt auch rauskommt, müssen wir uns eh noch entscheiden, ob wir mit der Likria weiterfilmen oder mit dieser hier. Die Likria finden wir übrigens auch nicht. Die hat sich jetzt direkt mal aus dem Staub gemacht. Die dachte sich, Alter, wenn ihr nicht mehr mit mir vloggt, dann halt nicht. Weil wir haben irgendwie, ich habe ja einmal diese, ja, unsere alte Likria habe ich eingeschickt. Die habe ich auch wieder zurückbekommen. Also haben sie jetzt repariert. Also die hätten wir und die andere Likria halt. Aber frag mich, wo die ist. Okay, now he's still there, yes! Walked in this party and these girls looking at me. Skinny jeans on, you know my head and that. Hey, 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 okay, okay. I want y'all to do this dance now. Juju on that beat, juju on that beat. Juju on that, juju on that, juju. Oh, wake up, wake up. You know I love to see your face with no makeup, makeup. I just need your attention, baby. I see the way I had attention, baby. Let me know thing right now. On the east side, and you know I'm with the gang right now. You say, do I own a watch? Do I know? I just put up in the nothing. KT Stunner, I was born to drive the 4Runner. Yeah, drive me a train. Watch your boy swoop lane to lane. Wir sind jetzt in Mannheim und haben keinen Parkplatz gefunden. Deswegen haben wir jetzt hier am Wasserturm geparkt. Es ist voll dunkel hier. Ich glaube, im Winter ist es hier hell. Ich meine, wenn schon, also wenn die Blätter ganz weg. Ah, ne, doch, ne. Carina, wir sind hier in Stranger Things. Das hier erinnert mich an Stranger Things. Demogorgon. Ich habe nie verstanden, was sie gesagt hat. Demogorgon. Habe ich schon erzählt, dass wir gestern die ganze Staffel von Stranger Things geguckt haben? Voll blöd. Ich wollte noch weiter gucken, ey. Naja, auf jeden Fall geht's jetzt zum Friseur. Emre ist auch da. Und ja, wir sind gerade in Mannheim angekommen und gehen jetzt zum Friseur. Und ja, später treffen, ja. Jo, dann die Alarm. Erst 16 Uhr. Ich wollte meine Brille, weil der Look wäre cooler mit der Brille. Oder mit dem Hut. Komm, auch mit dem Hut. Ja. Ich hab da jemand aufgecheckt. Oder mit dem Hut. Von der Persona. Hallo! Hallo! Ja. Sieht voll chillig aus. Ja. Sie haben einen Termin? Nee. Nein, sieht chillig aus. Nee, eine Schwester. Aber der Schwäger hat gar nichts? Nee, eine Freundin. Ja, die sind ja wie ein Geschwister, aber das ist sehr, sehr steil. Nee, wir sind Geschwister. Ja. Echt jetzt? Das wusste ich nicht. Ich war klar, dass die Geschichte ja auch immer die gleichen. Ich habe erst gedacht, ihr seid zwingend. Na gut, Männer schauen die Frauen anders an. Ne? Ja. Der hat ja ein Auge dafür. Ist älter. Nee, schade, ich kann schon mit zwei Menschen treffen. Seid ihr, was soll ich sagen? Du bist älter, oder? Philippin. Du bist älter? Nee. Dein Ernst? Du bist älter? Mhm. Oh Gott, entschuldige.
Ne, aber es ist nur ein Jahr. Also. Wir gehen mal hoch. Ja, bis später. Ja, hallo. Na? Hallo. 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 Gut, ja. Raus, ne? Hallo. Geht? Es geht, Hexe. Das ist jetzt eure neue Vlogging-Cam. Ja, wir sind noch am hin und her. So ein bisschen testen, ne? Ja. Euch nervt mich schon, weil sie so groß ist, gell? Ja, die, ja. Die ist halt nicht so chillig wie die Legria, ja. Aber die ist und halt die richtig ist geil. Von der ist aber echt also, geil, ja. Warte mal, so. Also. Hallo. Ja, keine Ahnung. Ja, ist halt Geschmackssache. So, gerade wird jetzt gefärbt. Sind wieder Alu-Kopf am Start. Genau, ihr Ansatz. Mein Schlafhol. Oh. Eigentlich gar nicht mehr genau weiß, was ich mit der Wirkung anfangen darf. Du bist so gelangweilt auf einmal. Aber man macht alles keinen Sinn. Wieder am Auffreshen hier. Ja, genau. Ist aber eigentlich auch. Eine geile Frise. Alukopf. Bleibt bei mir. Und Anna kriegt ihre Tressen raus. Wir sind wieder zu Hause und wir sehen können, meine Haare sind etwas dunkler. Sieht es eigentlich krass aus, weil das ist eigentlich so ein Aschgrau. Grau. Aber sieht man in dem Licht nicht. In dem Licht sieht es irgendwie so braun aus. Aber das sind grau, Leute. Das ist das Geile an blonden Haaren. Man kann immer wieder neue Farben ausprobieren. Das wäscht sich ja eh raus. Also meistens, ich habe hier meistens nur so Farben drin, die sich nach 3 bis 4 Tagen rauswaschen. Wo mir das Pastell richtig gut gefallen hat. Ich wollte heute mal grau ausprobieren. Und Anna hat heute eine krasse Verwandlung gemacht. Zeig mal deine Haare. Also eigentlich keine krasse Verwandlung, sondern eher so back to the roots. Short hair. Sieht man gar nicht hier beim Oberteil. So. Sehr viel Short hair. Ich bin echt auch also voll der Fan von kurzen Haaren. Viel chilliger. Und man hat halt eine Frisur. Bei langen Haaren ist es jetzt nicht so, aber lange Haare sind auch schön. Kann man viele Frisuren machen. Kann man viele Frisuren machen. Aber wenn man kurze Haare hat, dann hat man schon eine Frisur. Ja. Und ich mache mir jetzt auch gleich Bett ready. Und morgen fahren wir nach Berlin. Zu Shanti nach Hause. Das wird richtig aufregend. Ich freue mich schon voll, ihre Wohnung zu sehen. Voll komisch. Shanti hat eine eigene Wohnung so in Berlin. Ja. Das ist der Vorteil, wenn man halt Freunde in Berlin hat. Ja. Und ja, wir fahren morgen zu Shanti und übernachten auch bei ihr. Und Tante Lolli ist auch dabei, weil unser hauptsächlicher Grund, unser Hauptgrund war halt, dass, Deutsch, kein Deutsch. Ist halt, das, also, wir fahren Tante Lolli nach Berlin, weil sie muss nämlich ihren Pass verlängern. Der Scheiß an einem philippinischen Pass. Man muss nach Berlin. Man kann es nicht einfach hier beim Konsulat machen. Voll komisch. Shanti hat Tante Lolli ja schon mal kennengelernt. Auf den Philippinen das erste Mal. Ich finde es so krass. Nein, das erste Mal hier. Aber dann nochmal auf den Philippinen. Ich finde es eh voll krass. Es ist irgendwie so, mir geht es nicht in meinen Kopf rein, dass Shanti mal mit uns auf den Philippinen war. Es war echt eine coole Zeit. Einer hat geschrieben, seitdem Kat Bücher liest, ist ihr Deutsch voll gut geworden. Ich lese ein englisches Buch. Das ist voll fake. So, okay. Ja. Aber danke, danke. Das schätze ich sehr. Ja, nimm es einfach mal als Kompliment. Ja, ist ja auch ein Kompliment. Oh! Genau, Mila hat sich ja richtig erschrocken. Ja. So eine Pussy. Wortwörtlich. Ja, ich mache mich jetzt Bett ready, weil Leo zockt unten die ganze Zeit nur mit dieser Virtual Reality Brille. Ich finde ja, das das muss ich ja auch lohnen. Ja, aber ja, eigentlich wollten wir The Walking Dead angucken, weil The Walking Dead läuft wieder. Ich würde mal sagen,
Anna baut jetzt noch ihren Schrank hier auf. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich schätze das sehr. Wir schätzen das sehr. Und ja, wir sehen uns morgen wieder, oder? Um 8:30 Uhr. Tschüss.